Hey Skatfreunde, es ist wieder Showtime, es ist wieder Rocket Time und wir starten direkt hinein in die 12 Spiele. Erstes Blatt Vorhand und ich habe hier 5 Trümpfe und ein Ass, aber die Beikarte ansonsten sehr bescheiden und Mittelhand reizt und normalerweise könnte man die Karte natürlich gerade in diesem Format ein bisschen ziehen, aber es war hier auch so eine Gefühlssache, dass ich dachte, nein, das erste Spiel will ich nicht gleich mit so einer Flocke antreten, vor allen Dingen auch erstmal gucken, wie spielen die Kollegen. Und das scheint eine gute Idee gewesen zu sein, denn Kreuz, ausgerechnet Kreuz ist hier Trumpf, wo ich 5 dagegen habe. So, Aufschlag. Natürlich Karo Lusche ist auch eine Option, aber ich denke, komm, ich teste gleich meinen vollen und der läuft und es fällt sogar hier hinten nur die Lusche von meinem Partner. Das heißt, Herz 10 König noch beim Alleinspieler. Dann wechsle ich jetzt natürlich auf Karo auf die Blanke in der Hoffnung, dass ich im Spielverlauf die Herz Lusche vielleicht noch abschmeißen kann und meinem Partner erstmal was freispielen und das funktioniert auch. Es wird geschnippelt mit dem König, hinten die 10 und jetzt steche ich die Dame und bekomme das Ass. Also in dem Moment ist das Spiel natürlich schon geplatzt. Dass die ganzen Trümpfe noch stehen, weiß der Spieler ja noch gar nicht, aber der Start hat ihn natürlich schon erledigt. So, Pik Ass auch offenbar auch noch im Keller und Pik 10 vorgespielt, also von daher sieht es so aus, dass es hier gar kein 5-Trümpfer ist, sondern nur ein 4-Trümpfer mit Pik Ass und Herz 10 vermutlich dann im Keller und ja, vielleicht war das Spiel dann gar nicht so schlecht oder so schlecht war es dann gar nicht, aber natürlich den Abstich von Karo Ass, den hat dieses Spiel nicht verkraftet. Und es ist auch noch ein teures Spiel, Kreuz Bube bei meinem Partner. Also ja, auch das kann hier passieren. Häufig kommst du nicht ran für deine kleinen Ansätze, aber es geht auch andersrum. Du sagst einmal 18. Mit 5 Vollen und Karo Buben, wie hier Spieler 3, und hast gleich 96 auf der rechten Seite stehen. Damit ist die Fantasie für Spieler 3 natürlich auch raus, hier in dem Turnier auf die kurze Distanz ganz nach vorne zu kommen. So, zweites Spiel. Ich hätte in Hinterhand natürlich ein einfaches Karo zum Testen oder vielleicht kann es auch ein Null werden, aber die Jungs sind am Reizen und das sieht erstens nicht so aus, als ob ich für den Null rankommen würde und zweitens hat er auch gar nicht so gute Chancen. Also wir lassen Spieler 3 den nächsten Versuch starten. Herz habe ich nur einen Trumpf und mein Partner in Mittelhand hat 22 gereizt. Vor allen Dingen liegt da hier nur die Herz Lusche im ersten Stich und das deutet ja schon darauf hin, dass er wieder trumpfstark dagegen ist, wenn er sich das leisten kann oder nur sehr wenig Trümpfe hat. Dann hätte ich aber eher einen Buben erwartet. Von daher denke ich mal, 4 oder sogar 5 Trümpfe sitzen wohl bei meinem Partner. Und ich öffne jetzt Pik wie gereizt, um was freizuspielen oder die Karte zu klären und habe auch gleich die Stechfarbe gefunden. So, Herz 10 sagt mir ja, es werden wohl die 4 Trümpfe sein. Und die Beikarte ist natürlich noch nicht ganz klar. Es könnten 4 Kreuzen sein, es könnten auch 2 Karos und 2 Kreuzen sein. Auch Karo König blank in der Hand ist denkbar mit der 10 im Keller. Das wäre ja durchaus plausibel, dass dann die Pik Lusche trotzdem gestochen wird. Also ich halte es mir hier noch ein bisschen offen mit der Karo Dame, vertraue darauf, dass mein Partner mich hier nicht in Bedrängnis bringt, indem er irgendwie Kreuz oder Karo jetzt schon öffnet. Tut er auch nicht. Er bringt ganz sauber die Pik 10. Wunderbar, weiß ich, dass er das Ass auch noch hat. Genau die richtige Karte. Und Spieler 3 sticht jetzt hier den Vollen und kommt jetzt natürlich schon in eine gewisse Trumpfkürze. Wenn er jetzt tatsächlich viermal Kreuz an der Seite hat, dann ist er jetzt an sich schon zu Trumpfkurz, um das noch zu etablieren. Dann hätte er die Kreuzen direkt spielen müssen, statt die zweite Trumpfrunde, nachdem im ersten Trumpfstich ja schon drauf stand, dass die 4 Trümpfe dagegen stehen. Er zieht aber nochmal Trumpf und jetzt ist natürlich für mich der Zeitpunkt, mich von Kreuz 10 und Dame zu trennen, denn jetzt hat ja Spieler 1 sofort den Trumpfabzug, alle Trümpfe raus. Jetzt wird Pik Ass kommen und ich kann in aller Ruhe hier noch das Karo Ass zur Übergabe behalten und vermute jetzt inzwischen 4 Kreuzen sitzen wohl beim Spieler und das ist aber gar kein Problem, denn dann hat mein Partner ja nur noch einen Kreuz in der Hand, mehr geht nicht und hat auf jeden Fall entweder noch den letzten Pik oder die Übergabe in Karo und wir machen hier Rest und auch dieses Spiel ging nicht, ein Fehlstart für Spieler 3.
Der gibt aber nicht auf, beziehungsweise vielleicht bekommt er ja diesmal bei 18 auch ein etwas besseres Blatt. Meine Gegenkarte sieht diesmal jedenfalls sehr harmlos aus. Kein Ass dabei, blanke 10 in der Hand und es wird reingetauft. Gut, schauen wir mal, zwei Buben immerhin dagegen. Aber mein Partner hat auch keinen Ass ausgespielt, also vermute ich doch mal fast, dass er keins hat. Na, hier kommt die Herz 10. Also dieses Spiel läuft ja viel besser. Die blanken 10 kommen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Es waren aber auch vier Asse und die beiden Alten beim Alleinspieler. Das Spiel war also sowieso gewonnen. So, viertes Spiel. Jetzt bin ich aber dran. Das sehe ich gleich. Dieses Spiel hier werde ich mir jetzt auf keinen Fall aus der Hand reißen lassen. Ist aber auch keine Gefahr, es wird nur 18 geboten und ich finde 2 Kreuz. Und nun kann ich mir natürlich überlegen, jetzt den Grang machen mit 13 im Keller oder 14 im Keller, aber es ist einfach ein sehr großes Risiko, gerade gegen noch die Reizung. Schnell sitzen mal zwei Buben zusammen oder drei Karos oder sogar beides. Also es steht einfach nicht im Verhältnis, der Kreuz hat auch noch eine sehr gute Schneiderchance. Also hier erstmal solide mit einem sehr guten Spiel starten. Und Überraschung, schaut euch das an, 5 Trumpf dagegen. Also der Grang wäre dann wahrscheinlich auch schwer geworden. Jetzt wird natürlich auch das Farbspiel möglicherweise heikel, wenn hier meine Vollen nicht laufen. Also jetzt brauche ich natürlich schon die Vollen. Wenn sie fällt Pik König, gut, aber wo soll ich mit Pik 10 hin? Ich muss sie trotzdem anbieten. Und hier sieht man es schon, Spieler 3 legt nur die Lusche und das ist ja dann schon klar. Es ist der klassische Bluff aus Dame König, wollte mir der trumpfstarke Spieler 1 suggerieren, dass er nur den König hat, aber letztlich führt das selten zu etwas, denn ich habe ja gar keine Möglichkeit, mein Spiel deswegen anders zu gestalten. Insofern, ich habe diesen Bluff in der Art früher auch ab und an mal gespielt, inzwischen rate ich da eher von ab, aber man kann es natürlich versuchen, kein Thema. Für mich gute Nachricht, die Pik beiden Vollen liefen und sogar mit den beiden Bildern. Karo Ass läuft auch, damit ist das Spiel jetzt gewonnen. Und Spieler 1 hat jetzt nur noch 4 Trumpf, die beiden Luschen und die beiden Buben. Das heißt, ich sitze jetzt hier noch schön im Gabel-Endspiel und werde 3 Stiche machen. Interessant hier auch noch von der Verteilung gewissermaßen, was ja ein bisschen überraschend ist. Nur die Herz 7 saß bei Spieler 1, das heißt Spieler 3 in Mittelhand hat 6 mal Herz gehabt, ohne 7 und Bube und dazu sogar noch Pik 7, 8, 9. Also der hätte, also interessant und insofern auch unerwartet die Verteilung, dass er damit nicht mal 18, 20 reizt oder sogar den 0, den er als 0 mit den verteilten Herzen vermutlich sogar auch gewonnen hätte. Gut, rangekommen wäre er ohnehin nicht, weil mein Spiel einfach zu stark war. Und ich habe es jetzt natürlich gewonnen, wo alle Vollen liefen. Ich brauche jetzt hier gar nicht, sag ich mal, diesen einen Extra-Stich noch, aber natürlich spiele ich ihn jetzt hier so, dass ich jetzt hier in dieser Gabel sitze. Das ist ja genau der Sinn, den diese Trumpfunterzüge machen. Und wenn alles so klar ist, dann hat der Gegenspieler natürlich auch gar keine Chance, da rauszukommen, beziehungsweise dieses Gabelspiel. Das hätte er nur verhindern können, wenn er mich nicht gleich im zweiten Stich mit der Herz 7 auf Trumpf setzt, aber das muss er letztendlich ja auch versuchen. Denn wenn ich ein Herz mit habe, dann kann er im dritten Stich schon Pik König abschmeißen. So, wir sind im fünften Spiel. Kreuz wird gespielt von Spieler 3. Ich habe wieder nur 2 Trumpf und insofern kläre ich jetzt hier mal die Karo-Farbe, suche die Vollen gewissermaßen in Hinterhand, meinem Partner da was freizuspielen, hier einen Zug zu machen, der, wenn es geht, nicht so viel kaputt macht. Da ich nur 2 Trumpf habe, will ich meine Vollen nicht gleich selber auf den Tisch hauen. So, jetzt hier die Frage, ist Karo 10 gedrückt oder nicht? Also investiere ich hier das Bild oder nicht? Ich tue es nicht und Karo 10 ist gedrückt, damit natürlich ein einigermaßen günstiger Abwurf. Aber das kann natürlich auch eine kleine Falle sein, denn jetzt kann auf Karo möglicherweise mein Partner den letzten Herz abschmeißen und dann in Herz 21 stechen. Das ist zumindest hier meine Idee, aber da kommt der Überstich mit Kreuz Bube und das macht ja an sich nur Sinn, wenn mein Partner nur noch diesen Kreuz Buben hatte und das bedeutet dann auch wiederum, der Alleinspieler hat jetzt nur noch Trumpf, also Herz Ass sitzt auch bei meinem Partner. Ja, gut, also da muss ich sagen, dieser Zug nach Herz-Lusche-Abwurf
unter dem Herz Ass, der hat mich jetzt nicht so überzeugt. Dann hätte der Spieler vielleicht doch besser in Pik direkt reingegriffen oder das Herz Ass gezogen. Andererseits wären dann die Trümpfe nicht auseinandergekommen und wir hätten also auch nicht gewonnen. Sechstes Spiel. Ich habe in Mittelhand diesmal 3 Asse, eine 10 und ja, Kreuz 8 Dame an der Seite. Aber jetzt muss ich langsam mal gucken, in welche Richtung sich hier dieses Turnier für mich entwickelt. Also ich traue mich ein bisschen, halte die 22 und werde mit Kreuz, Ass und 10 im Skat belohnt. Das ist ja eigentlich eine ganze Menge. Und jetzt habe ich so ein bisschen diese Gewissensfrage. Schön ist dieser Gang ohne 4 natürlich nicht gegen die 22er Reizung, aber ich habe trotzdem keine andere Idee. Ich denke jetzt einfach mal, Spieler 3 hat ganz ehrlich sein etwas übertriebenen Pik gereizt und wird hoffentlich doch trotz alledem alle Farben bedienen. Ja, das ist die optimistische Herangehensweise. Wie groß die Chance tatsächlich ist mit 2 Viererlängen in Mittelhand gegen die Gegenreizung. Also wenn es hier nicht so ein kurzes, schmerzloses Turnier wäre, was man auch im Zweifel schnell abhaken kann, dann hätte ich jetzt ganz starkes Herzflimmern. So, Pik kommt raus, klar, das nehme ich auch raus. Der Plan ist hier, dass die 4 Vollen laufen. Keine Experimente hier noch zu schnippeln. Jetzt nochmal die Frage, welches Ass zuerst? Ich habe 33. Es kann natürlich auch eine Herz-Hebereizung sein. Insofern die Chance, dass Herz Ass gestochen wird, schätze ich ein bisschen größer ein, aufgrund dieser Reizung. Deswegen ziehe ich erst das Kreuz Ass auf jetzt 42, damit ich, falls jetzt das Herz Ass tatsächlich gestochen wird, zumindest noch eine minimale Rettungschance habe oder Plan B mit dem Karo Ass die 10 zu stechen. Dazu muss ich natürlich das Kreuz Ass erstmal heim haben. Herz Ass läuft aber erfreulicherweise. Dann muss jetzt nur noch das letzte, das kurze Karo Ass laufen. Das müsste doch jetzt mit dem Teufel zugehen. Mach jetzt keinen Scheiß, Spieler 3, sage ich mal. Na, da wird doch bedient. Ja, hat also hingehauen. Das wurde belohnt oder nicht bestraft. Also nach 6 Spielen ein ganz erfreulicher Zwischenstand mit über 300 Punkten und Spieler 3 im Keller, also läuft mal wieder bei mir. Jetzt auch ein schöner Ansatz hier in Vorhand, könnte 0 werden, eher ein Kreuz, aber Spieler 3, der im Minus steht, reizt. Und warum reizt er 24? Was hat er in der Hand? Ich kann natürlich hier den Kreuz Hand spielen, aber ich gebe ja 5 Stiche ziemlich sicher ab, es sei denn, es liegt sehr gut drin. Muss ich das jetzt riskieren? Würdet ihr es tun? Ich habe mir jetzt gedacht, Mensch, Spieler 3, der steht so schlecht, der wird doch jetzt nicht ein sehr schwaches Spiel reizen, der wird schon die Hand voll haben. Und insofern habe ich meine Chancen hier nicht so gut gesehen und steige jetzt auf 24 aus. So, Pikant wird gespielt. Ja, habe ich natürlich erstmal mit nur 2 Buben nicht so viel dagegen. Ich habe auch trotzdem mir jetzt gedacht, ein starkes Spiel, das kann ich nur schlagen, wenn ich in die Offensive gehe und hoffe, dass Kreuz Ass läuft. Wenn man da so einen 21er Stich rausgefischt hätte, dann hätte es was werden können. Also da habe ich jetzt keine Angst gehabt. Das ist aber nicht der Fall. Kreuz Ass wird gestochen, Trumpf Volle offenbar auch. Beide beim Alleinspieler, also damit werden wir wohl hier nicht besonders viel bestellen können. Auch interessant, mein Partner hat noch was zu wimmeln. Also andersrum, als ich vermutet habe. Und Trumpf ist raus. Ah, interessant. Karo Ass und 10 im Stock. Karo Ass und 10 im Stock. Es war ein 7-Trümpfer mit Karo König zu dritt dabei, in 2-Farben-Spiel. Klar, den kann man gut reizen, aber das wäre natürlich für mich auch ein gutes Spiel geworden als Kreuzhand. Wäre interessant im Nachhinein, ob ich rangekommen wäre. Vermutlich schon, es sei denn, Spieler 3 hätte seinen Grang durchgezogen. Ja, Trümpfe wären verteilt gewesen, Karo Ass 10 im Stock. Gut, weiß man es vorher. Nächstes Spiel, Spieler 1 spielt Herz, überhaupt sein erstes Spiel im 8. So, und das könnte hier wieder interessant werden. Also es heißt ja, du sollst nicht auf den Partner schneiden. Aber was ist denn Kreuz 7, 8 hier für ein Ausspiel? Hat mein Partner aus Kreuz 7, König 10 gespielt? Könnte natürlich sein.
Aber warum hat dann Spieler 1 die blanke Kreuz-Lusche in der Hand? Oder hat mein Partner zusätzlich auch noch irgendwo die Vollen, sodass Spieler 1 2 Pik oder 2 Karos gedrückt hat? Na, ich weiß nicht. Und gerade mit meinen beiden Trümpfen nur und dem Rest der Beikarte sage ich mal, ich halte es hier für wahrscheinlicher oder auch aussichtsreicher anzunehmen, dass mein Partner hier mal blank ausgespielt hat und dass der Alleinspieler den Drilling hat. Also ich schnippel, ich setze mich da über diese Konvention hinweg. Das kann natürlich im Zweifel einen bösen Watschen von meinem Partner geben, aber ich hatte hier wohl den richtigen Riecher. Bekommen die Wimmlung, wird auch bedient, dann ist die 10 vermutlich auch im Blatt. Und da haben wir nach 3 Stichen jetzt schon 49 Augen, brauchen jetzt also nur noch einen vollen. Ein Trumpfstich bei meinem Partner, das wäre es schon. Oder auch schön, er spielt mir hier die Pik 10 frei, wobei ich nicht glaube, dass der Alleinspieler noch ein weiteres Pik im Blatt hat, sonst hätte er eben schon fast zwingend ja schnippeln müssen. Und daher gehe ich fast mal von aus, es wird der Sechstrümpfer sein mit Pik Ass und Kreuz 10 König Lusche. Und dann ist jetzt nur die spannende Frage, ist Pik Bube bei meinem Partner? Oder ist er es nicht? Und er ist es nicht. Und da fällt auch der Herzbube. Mit anderen Worten, jetzt sind nur noch Trümpfe beim Alleinspieler. Wir machen keinen Stich mehr. Und das Schnippeln im ersten Stich war letztlich Makulatur, hat uns nur aus dem Schneider gebracht. Gewonnen haben wir trotzdem nichts. Langsam aber sicher steuern wir schon auf die Zielgerade zu und bei mir hat sich erneut nichts eingestellt. Das heißt, gleich muss ich die Schlagzahl auch noch ein bisschen erhöhen, sonst nützt mir dieses Ergebnis ja auch nichts. Jetzt gucken wir uns aber erst nochmal den Kreuz an. 20er Reizung von meinem Partner, also sehr dankbar. Immer wird hier schön gereizt, die Farbe annonciert und es stimmt auch regelmäßig. Insofern kann ich hier die Kreuz 10 noch aufbewahren. Zum gefährlichen Überstich. Wenn das also kein trumpfstarkes Spiel ist, wonach es allerdings ehrlich gesagt aussieht, dann kann so ein Überstich auch schnell mal in eine Trumpfkürze führen. Jetzt klassisch unter durch, aber es wird gestochen, also dann ist es wohl mit Sicherheit ein Zwei-Farben-Spiel und das bedeutet dann wohl 6 Trümpfe. Und wenn das Pik Ass auch beim Alleinspieler ist, dann ist hier schon klar, dass wir jetzt keinen Stich mehr machen. Damit war schon Feierabend und insofern konnte ich mit diesem Überstich den Alleinspieler nicht besonders beeindrucken. Schneider sogar. So, Spiel 10, das muss es doch nochmal für mich sein. Zumindest ein sehr guter Ansatz. Pik mit 2, mit 6-mal Trumpf, Beikarte sicher noch ausbaufähig, aber auch 2 volle noch, die vielleicht gedrückt werden können. Also dieses Spiel, das muss ich jetzt sicher machen. Da lasse ich mich jetzt auch nicht von 2 Reizungen beirren. Das geht taktisch hier an der Stelle gar nicht anders. Hier muss ich ins Risiko. Und das sieht doch nicht schlecht aus. Den 7. Trumpf, also eine gute wollte ich schon finden zur Verbesserung. Der 7. Trumpf, das ist doch jetzt ein schöner Pik. Und erste Überlegung natürlich, wie spiele ich jetzt Trumpf aus? Klar, wenn Trumpf 2-2 steht, kann ich von oben ziehen und mache alle Trumpfstiche. Aber ich will mich ja auch gegen schlechtere Verteilung verteidigen und will jetzt hier auf keinen Fall gegen eine ganz klassische 3-1 Verteilung im dritten Stich dann Pik Ass mit Herz Ass oder so sehen und dann trotz nur 3 Abgabestichen das Spiel verlieren. Also ich denke, korrekt und solide hier erstmal einmal unter durch. Damit decke ich normalerweise 2-2 und 3-1 Verteilung ab und würde dann üblicherweise nur 3 Stiche verlieren. Aber ihr seht es, Trumpf steht schon wieder zu 0, 4 Trümpfe dagegen und dann auch noch das Herz Ass geladen. Also das sieht jetzt nicht gut für mich aus. Vor allen Dingen hat dieses Spiel jetzt einfach keine gute Verteidigung, denn ich kann hier wenig steuern. Ich werde jetzt einfach noch 2 weitere Stiche abgeben. 33 liegen schon bei den Gegnern und die haben eben jetzt in so einem 7-Trümpfer ja auch nicht viel Möglichkeiten, irgendwas falsch zu machen. Dass hier gewimmelt wird, auch unwahrscheinlich, ist ja von der Reizung klar, dass ich den alten noch habe. Es fällt Kreuz 7 raus, also sieht übel aus. So, wird rausgenommen, immerhin kleine Restchance, jetzt liegen 51. Ein Bubenstich gibt es natürlich noch, es fehlt aber, weil ich die Herz 10 hier im Keller habe, nur noch die Karo 10. Andererseits, wenn Spieler 1 die Karo 10 hat, dass er dann die Karo Lusche gespielt hat, auch unwahrscheinlich.
Er geht hier in die Offensive, spielt aus den beiden Buben. Ja, jetzt kann noch ein Fehler passieren, passiert aber nicht. Und die Karo 10 ist auch bei Spieler 3. Ja, wunderbar, musste ich spielen, aber alle Trumpf dagegen, die Vollen auch so verteilt. Der einzige Volle, den der Trumpfmann hatte, war Kreuz Ass, was ich selbst bedienen musste. Also keine Chance, das Spiel zu drehen, und damit ist jetzt Spieler 1 vorne. Und dass wir hier in dem Turnier nichts werden am Tisch, das sieht man schon ein bisschen länger. Jetzt kann ich hier nur noch mal auf meine Seitenwette gucken, und die ist im Moment verloren. Und Spieler 1 macht auch das 11. Spiel. Wenn er hier gewinnt, dann ist er weggezogen. Dann habe ich also mit Rosinen gehandelt. Aber auch das soll passieren. Und er tauft die Karo, und meine Karte sieht natürlich absolut nicht so aus, als ob wir ihm da irgendwas tun könnten. Kreuz Ass nimmt er gleich raus. Gut, immerhin schon mal 15 in Trumpf. Und jetzt komme ich hier dazu, Kreuz Dame 10 zu stechen. Also der Auftakt immerhin in unserem Sinne einigermaßen vielversprechend. Und jetzt ziehe ich mal den Kreuz Buben, denn wo soll ich damit hin? Letztendlich spiele ich vermutlich in Herz oder pieke den Spieler rein. Dann zieht er wieder Trumpf und dann hänge ich hier wieder und muss nochmal antreten. Also dann lieber hoffen, dass mein Partner noch zwei Trümpfe hat, vielleicht sogar den bestellten Pik Buben, dann macht er da noch einen Stich und ich bin vor allen Dingen eben dieses Einspiel los. So, und jetzt wird es ja interessant allmählich. Mein Partner hat sogar noch die Karo 10, das heißt, jetzt stehen wir schon auf 42, und so stark ist das Blatt offenbar nicht. Hier wird sogar noch geschnippelt in Pik 46, und damit ist ja inzwischen schon ein ganz einfacher Siegplan. Wenn Pik Bube noch bei meinem Partner sitzt, dann sind wir ja mit der Pik 10 schon zu Hause, denn ein Bild muss der Spieler... Nein, muss er eigentlich nicht. Wo ist denn die Trumpflusche? Das ist ja hier ein bisschen interessant. Also 60 hatten wir mit dem Stich vorher, jetzt wird auch noch Herz abgeworfen. Das irritiert mich jetzt. Da ist die Trumpflusche. Also das muss ich mir gleich mal angucken. Irgendwie hatte ich das Gefühl, da ist ein Trumpf gedrückt, aber jetzt kann ich mich auch vertun. Das wäre interessant, es war ja dann sowieso nur ein Viertrümpfer. Ja, gut. Wie sei es, wie es sei, für mich hat es sich gut entwickelt. Spieler 1 hat dieses Spiel jetzt verloren, Spieler 3 hatte die Hand dagegen, und damit liege ich jetzt tatsächlich vorne. Mit meinem schlappen Ergebnis wird mir wohl zumindest es gelingen, diese Seitenmitte zu gewinnen. So, gucken wir jetzt noch einmal aufs letzte Spiel. Gerang von Spieler 3, im zweiten Stich muss ich mir jetzt hier entscheiden. Hat Spieler 1 jetzt tatsächlich nach Herz Ass unter seinem Pik Ass gespielt? Oder jetzt doch blank? Also soll ich die drei Augen hier investieren oder nicht, wenn ich jetzt tauche und der Alleinspieler kann ganz billig abwerfen? Das wäre doch auch sehr hässlich. Also ich investiere hier mal die drei Augen, gerade auch mit dem Gedanken, wenn es tatsächlich blank war und Pik Ass 10 steht, dann verliere ich die Dame ja sowieso. Dann kann ich sie jetzt auch mal in den Ring schmeißen. So, Buben kommen verteilt, also es ist gar kein besonders guter Gang. Herz Ass fehlte, Kreuz Ass fehlte, zwei Buben fehlen. Jetzt wechsle ich hier die Farbe auf Karo, war genau meine Intention, da wieder was freizuspielen, das hat auch hingehauen. Jetzt kommt auch noch Kreuzdame, also der Gang wird ja immer obskurer, das ist also ein heißer Ritt, den Spieler 3 hier im letzten Spiel nochmal losmacht, vermutlich ja irgendwie dann 20 gedrückt. Also ich bin mir ziemlich sicher, die Kreuz 10, die muss im Keller sein, alles andere ist ja gar nicht mehr plausibel, insofern wir können vielleicht mit diesem Pikstich noch gewinnen, ja, entweder wenn Herz 10 tatsächlich doch noch wieder erwarten bei meinem Partner ist, oder wenn wir jetzt, ich nehme jetzt raus auf 53 Augen, wenn der Spieler jetzt einen Fehler macht und ich noch die Herz-Dame angeln kann auf den Pik-König von meinem Partner, und er nimmt tatsächlich raus, das gibt mir jetzt ganz kurz nochmal die Hoffnung, dass das letzte Bild im Spiel, die Herz-Dame, zu uns kommt, aber diese Hoffnung wird hier schon wieder widerlegt, die Herz-Dame auch beim Alleinspieler, und dann kriegen wir hier einfach kein Bild mehr und bleiben bei 57 stehen. Ja, also schon ein wilder Gang, aber mit 20 im Keller. Gut, sei es wie es sei, mit 248 habe ich hier den Tisch gerade so im Griff behalten.
Also eine Liste, wo es mehr nach hinten gelaufen ist, für keinen so richtig gut. Hoffe, ihr hattet trotzdem eure Freude. Wir sehen uns demnächst. Bis dahin, gut bleibt.